Der Salon, ein gemütlicher Raum mit schweren Vorhängen und schönen Bildern an der Wand. Doch diese Heimeligkeit täuscht. Der Abstieg der Monarchien und der Aufstieg der bürgerlichen Welt wurde auch hier verhandelt. In den Salons, den Hinterzimmern der Macht. Welche Bedeutung hatte der Austausch im Salon für das aufstrebende Bürgertum? Und warum waren die bedeutendsten Salonieren Frauen? Ab dem 18. Jahrhundert trafen sich vor allem die bürgerlichen Netzwerke in den Salons. Hier und im Kaffeehaus formierte sich die Intelligenz mit ihren neuen gesellschaftlichen Ideen. Vor allem wohlhabende Damen öffneten allwöchentlich ihre privaten Wohnzimmer dem politischen und kulturellen Establishment. Das kam auch der Karriere des Mannes entgegen. Aber der Salon war mehr als nur ein privater Treffpunkt. Dass man in den Salons natürlich nicht nur hochwissenschaftlich gesprochen, sondern auch getratscht und über denjenigen, der heute nicht da ist oder der vielleicht erst morgen kommt, geredet hat. Ja, ich glaube, das wäre auch heute so. Alles in allem wurden dort durchaus auch gesellschaftspolitische Themen behandelt und auch Umwälzungen vorbereitet. Und es gab auch Gewohnheiten, an denen man meinte, Revolutionäre erkennen zu können, nämlich die Zigarette. Während man den eher konservativeren Pfeifenrauchern eher zugebilligt hat, dass sie wahrscheinlich keine Umstürze planen. Dabei hatte es so harmlos begonnen mit dem Salon. Der Ludwig XIV. War ja der Salon, der Treffpunkt der Gesellschaft oder das Gesellschaftszimmer. Und dort wurden vor allem Werke der Malerei und der Bildhauerei ausgestellt, als mustergültig, die dann sozusagen eine Art vom König vorgeschriebene, vorgeschlagene Staatskunst getragen haben. Das war also der offizielle Salon. Das soll sich mit der Aufklärung in Frankreich ändern. Bei den französischen Salonieren werden die Bürgerrechte verhandelt, bevor im Konvent abgestimmt wird. Der Salon als Gegenkultur zum Hof hebt das Intellektuelle hervor, im Gegensatz zum Zeremoniell und im Gegensatz zur Hofetikette. Im Salon war es einfach ungezwungener. Und es wurde eine andere Herrschaft hervorgehoben, nämlich die des Geistes. Die Frauen spielen zunächst eine essentielle Rolle bei der Revolution, aber nicht lange. Und während am Anfang noch gesagt worden ist, ja, die Frauen sind sehr wichtig, weil die sind mit auf Versailles marschiert und haben also in der Revolution eine große Rolle gespielt. So hat man sie dann später von den Rängen verbannt, ja, weil viele Frauen sind im Konvent auf den Rängen oben gestanden und haben halt Fragen gestellt dem Redner oder haben natürlich auch Zwischenrufe gemacht und das hat die Männer gestört. Und dann haben es zuerst die Frauen aus den Sitzungen verbannt und später haben sie auch die revolutionären Frauenclubs alle verboten. Also die revolutionären Frauen durften sich nicht mehr treffen. Und dann war die Revolution Männersache. Die revolutionären Französinnen ziehen sich wieder in ihre Salons zurück und bald wird es in ganz Europa unter bürgerlichen Frauen zum Trend, wöchentlich in ihr Wohnzimmer zu laden. Einer der berühmten Wiener Salons war der Salon der Fanny von Arnstein. Fanny von Arnstein war die erste Jüdin, die in Wien einen Salon unterhalten hat, einen sehr, sehr erfolgreichen und sehr berühmten, der auch heute eigentlich fast jedem einfällt, der über Salons in der Zeit nachdenkt, ist sofort Fanny von Arnstein. 1780 kommt eine junge Braut nach Wien. Sie soll den Bankier Nathan von Arnstein heiraten und ein prächtiges Haus am Graben beziehen. Fanny Arnstein bringt die liberale bürgerliche Salonkultur mit nach Wien. Bei ihr mischen sich Kultur- und Politikinteressierte. Und dort konnte man sicher Einfluss nehmen auf diese Politiker. Man hat ja sonst keine Möglichkeit gehabt. Es war ja absolutistisch regiert, aber dann unter dem Einfluss der Aufklärung hat sich das geändert. Sie war eine großartige Persönlichkeit und in ihrem Salon, also man sagt sogar der Kaiser, hat ihren Salon besucht. Fanny von Arnstein sammelt in ihrem Salon Spenden für den Tiroler Freiheitskampf. Das wäre in einem anderen adeligen Salon ein revolutionärer Akt gewesen. Und sie hat noch auf einer
zweiten Ebene etwas ganz Neues nach Wien gebracht, nämlich den Weihnachtsbaum. Da ist Ihr Weihnachtsbaum von 1814 der erste, der sich nachweisen lässt in Wien. Daher gibt es so einen berühmten Geheimdienstbericht über eine Weihnachtsfeier in Ihrem Salon, wo sie einen Weihnachtsbaum aufgestellt hat. Der Tannenbaum steht damals aber nicht für den christlichen Glauben, sondern hängt mit dem Aufkommen der Idee des Nationalstaates zusammen. Man reaktiviert alte regionale Gebräuche wie den des germanischen Lichterfestes. Der Trend zum Tannenbaum ist ein Vorbote politischer Umbrüche, der sich schnell verbreitet. Fanny von Arnstein war natürlich auch keine Christin, also für sie war das einfach eine Mode, ja? Weil in Berlin war es ganz einfach Mode, einen solchen Baum zu haben. Zu Fanny von Arnsteins Zeiten fand in Wien die Neuordnung Europas nach Napoleon statt. Während des Wiener Kongresses spielen die Salons eine wichtige Rolle. Die ausschlaggebenden Entscheidungen werden nicht in den Sitzungen getroffen, sondern dort, wo Mätressen, Prinzessinnen und Salonieren die Gespräche lenken und gewichten. Weil dort hat man eben nicht getanzt, sondern konnte man sich in ein Eck stellen und sich einmal in Ruhe unterhalten. Oder man konnte einen Brief vorzeigen, den man vorher bekommen hat, und schauen, was da drinnen steht. Dann schaut das an, was der sowieso schreibt. Dabei muss man sich aber in Acht nehmen. Jeder Diener, Gepäckträger oder jede Prostituierte kann ein Spitzel sein. Man verhandelt die Zukunft Europas unter Anwendung geheimer Chiffren. Neben den bürgerlichen gibt es auch rein adelige Salons. Das sind aber im wahrsten Sinne des Wortes geschlossene Gesellschaften. Hier kommt man ohne Adelstitel nur hinein, wenn man als berühmter Musiker ein Konzert halten soll. Und sogar dann muss man durch die Hintertür ins Haus. Kein Vergleich zum progressiven bürgerlichen Salon. Im 19. Jahrhundert steigt dann mit den Salons auch das Bürgertum auf. Also es konnten auch Bürgerliche, wenn sie gescheit waren, wenn sie künstlerisch innovativ waren, konnten dort auch einen Einfluss, einen gesellschaftspolitischen Einfluss ausüben. Und auch einige jüdische Familien sind ins Großbürgertum aufgestiegen, können sich Palais mit zugehörigem Personal leisten und jede Woche Gäste in ihrem Salon verköstigen. Diese jüdischen Salons unterscheiden sich noch einmal mehr von den bürgerlichen. Sie waren quasi klassenübergreifend, sie waren geschlechtsübergreifend und religionsübergreifend. Ja, es war eine Möglichkeit, sich zu treffen, also wo sich Adelige und Bürgerliche getroffen haben, wo sich Männer und Frauen getroffen haben und eben Juden und Katholiken getroffen haben. Und das zu einer Zeit, wo Österreich also schon noch sehr feudal organisiert war und wo es also so unglaubliche Grenzen gegeben hat zwischen den verschiedenen Schichten in der Bevölkerung. Zur Zeit der bürgerlichen Revolution 1848 sammeln sich auch progressive Kräfte in den Salons. Ja, sie haben schon auch Leute halt eben eingeladen, die gegen Napoleon waren, ja, die für den Freiheitskampf waren, sicher. Also solche Leute haben eben in diesen Salons verkehrt. Ja, ja, das schon. Aber die wirklich vorbereitenden großen Sitzungen, wie jetzt dann die bürgerliche Revolution 1848 auszusehen hat, die haben eher in den Kaffeehäusern stattgefunden und sind auch dort in den Hinterzimmern ganz stark überwacht worden. Die Kaffeehäuser waren sicherlich ein Ort, an dem man sich getroffen hat, in einer Zeit, wo eigentlich ein Rückzug ins Privatleben bevorzugt wurde, um eben nicht den Spitzeln anheimzufallen, um nicht beobachtet zu werden oder ausspioniert zu werden. Aber in den Kaffeehäusern hat man sich trotzdem getroffen. Während in den Salon geladen wird, kann jeder, der will, ins Kaffeehaus. Hier treffen sich Literaten, Journalisten und Studenten. Ein demokratisch durchlüfteter, offener Raum. So der Schein. Naja, der große Unterschied ist der, dass etwa Frauen nicht Zugang zum Kaffeehaus hatten. Die wenigen weiblichen Gäste sind schnell als Prostituierte verschrien. Nur die sogenannten Sitzkassierinnen haben ihren würdevollen Platz hinter dem Tresen und nehmen auch eine zentrale Rolle im Gastraum ein. Natürlich ab dem 20. Jahrhundert ändert sich das, aber im 19., 18. Jahrhundert war das eine Männersache. Ne?
Mit der Schleifung der Stadtmauern werden die Ringstraßenparzellen frei. Franz Josef wünscht, dass sich seine Familie hier ansiedelt. Das ist ja eben die Rechnung, die dem Kaiser Franz Josef nicht ausgegangen ist. Der einzige wirklich von der Familie war der Ludwig Viktor, der Luzi Wuzi, der dann Skandale verursacht hat. Nicht? Auch der Adel zeigt sich nicht interessiert. Der Adel ist dann eigentlich schon am absteigenden Ast gewesen. Also die hatten schon Mühe, ihre eigenen Palais aufrechtzuerhalten. Nicht? Franz Josef braucht die Verkaufsannahmen dringend, um öffentliche Gebäude wie das Parlament oder die Oper zu finanzieren. Daher erlaubt er erstmals jüdischen Bürgern, Immobilien zu erwerben. 1860 spätestens konnten Juden Grundbesitz erwerben und sich auf diesem Grundbesitz ihre Palais erbauen. Ein Musterbeispiel ist das Palais Todesco. Direkt gegenüber der Oper, eine 500-Zimmer-Wohnung. Der Ballsaal im ersten Stock ist heute eine Konditorei und öffentlich zugänglich. Damals war der Zutritt exklusiv. Hierher laden Sophie Todesco und ihre Tochter Anna mehrmals die Woche die einflussreichsten Menschen der Wiener Gesellschaft. Also Sophie Todesco zum Beispiel war eine sehr einflussreiche Soireengeberin. Ja? Also wenn man dort halt ist, dass man dann dort andere Leute kennenlernt, dass einem die Sophie Todesco vielleicht auch hilft, dort und dort vorspielen zu dürfen. Ja, das war natürlich immer auch eine Art Karrierevehikel, wie eben Heiratsvermittlung, Heiratsmarkt. Solche Soireen haben ganz vielen Zwecken auch gedient. Nicht nur Grundstücke, auch Adelstitel können sich Familien wie die Todescos kaufen. Doch ein adeliger Lebensstil ist nicht im Preis inbegriffen. Dazu muss man das strenge adelige Regelwerk kennen. Es gibt für alles eine Etikette. Sogar zu welcher Tageszeit man welchen Schmuck tragen darf. Also zum Beispiel konnte man Diamanten überhaupt nur zum Ball, ja, und schon gar nicht untertags. Oder man durfte auch Gold und Silber zum Beispiel nicht kombinieren. Aber diese neu geadelten Damen haben das halt eben sehr wohl gemacht, weil die haben sich auch neueste Schmuckstücke, Echtschmuck natürlich, leisten können. Und über das hat die altadelige Gesellschaft dann gelacht und hat gesagt, die wissen nicht, was Stil ist oder Stil kann man nicht kaufen. Neben dem Lebensstil und der Mode werden in den Salons auch Hobbys des Adels übernommen. Zum Beispiel das Tableau vivant, lebende Bilder. Das war etwas, wo der Adel eigentlich die Aristokratie damit begonnen hat. Und dann haben das die großbürgerlichen Salons haben das irgendwie auch nachgemacht. Ja. Diese Vorstellungen sind sehr beliebt. Die Familie des Hauses stellt höchstpersönlich in eigens dafür geschneiderten Kostümen berühmte Gemälde nach und sammelt dann, noch im Kostüm, Geld für einen guten Zweck. Am Ende bekommen die Gäste ein Foto vom Ereignis und sogar die Zeitungen schreiben darüber. Tableaux vivants sind im Hause Todesco ein wiederkehrendes Spektakel. Doch das Leben im Palais hat auch Schattenseiten. Anna Todesco muss sehr jung einen sehr viel älteren, reichen Mann heiraten. Sie leidet unter ihrem unfreien Leben und sucht sich unkonventionelle Hilfe. Weil sie war die erste, auf jeden Fall eine der allerersten Patientinnen von Sigmund Freud. Anna ist hochbegabt und interessiert sich für Mathematik. Doch wegen ihrer Ausbrüche wird sie zeitweise an ihr Bett gefesselt. Aber die Gesprächstherapie stabilisiert sie ausreichend, sodass sie nie in eine Anstalt gesperrt wird, wie andere Frauen in ihrer Zeit. Sigmund Freud hat selber gesagt, die war seine Lehrmeisterin, weil die haben sozusagen gemeinsam diese Gesprächstherapie entwickelt. Ja. Weil wenn sie eben reden konnte über das, was sie belastet, hat sie sich dann mit der Zeit ein bisschen besser gefühlt. Und dadurch hat Sigmund Freud dann die Methode der Psychoanalyse entwickelt. Zeitgenossen beschreiben sie als sinnlich, aber halb verrückt. In der Wiener Bevölkerung wird sie zeitlebens sehr beliebt sein. Anna Todescos Tante, Josephine von Wertheimstein, ist ebenfalls eine prominente Salonniere. Sie residiert im damals noch ländlichen Döbling. In ihrem liberal ausgerichteten Salon treffen sich allwöchentlich Politiker, Künstler und Geschäftsleute, beschließen Investitionen und diskutieren den Zeitgeist. Über die prachtvolle Treppe geht es hinauf in den Salon. Dieser wurde kürzlich aufwendig generalsaniert. Bis hin zur Tapete? Ja, auch die Tapete ist restauriert. Ein vollständig erhaltener Salon. Davon gibt es nicht viele.
so mit den Möbeln eigentlich überhaupt keines. Josephine von Wertheimsteins Salon hat alles, was es braucht, um den Gästen einen warmen Empfang zu bieten. Denn nur so entspinnen sich Gespräche, die tausend Dinge berühren. Damals sind diese großen Spannteppiche aufgekommen. Dann die Wände hat man bespannt mit bemalten Tapeten. Da gab es Fabriken, die das zum ersten Mal gedruckt haben. Nicht? Dann Vorhänge waren sehr wichtig. Jetzt von den Möbeln aus gesehen. Sicherlich wichtig war ein Tisch, ein runder Tisch, an dem die Leute gesessen sind, aber jetzt ohne Rangordnung, weil ein runder Tisch eben keinen Vorsitz erlaubt, sondern eben die Gleichheit unter denen, die dabei sind. Es waren Spucknäpfe in dem Salon. Die Leute hatten Tuberkulose, mussten dauernd spucken. Ein Kanapé, eine Art Couch oder Sofa. Man hat das auch Ohnmachtssofa genannt, weil Frauen ganz einfach damals noch geschnürt waren und vielleicht auch, wenn sie in anderen Umständen waren, dann sich lieber hingelegt haben oder hingesetzt haben. Josephine von Wertheimstein empfängt von Hans Markert bis Franz Grillparzer alles, was Rang und Namen hat. Sie bringt Menschen zusammen und Projekte auf Schiene. Doch ein Unglück soll ihr Leben verändern. Ihr Sohn Karl verstirbt unerwartet mit nur 18 Jahren. Sie verfällt in eine tiefe Depression. Fortan muss sich ihre Tochter Fanny um sie kümmern und sie gibt dafür ihr eigenes Leben so gut wie auf. Und durch die Krankheit der Mutter war die Franziska dann mehr oder weniger gezwungen, diese Frau zu pflegen, würde man heute sagen, zu betreuen. Ja. Und sie ist mit ihr dann einfach von einem Kurort in der Monarchie zum nächsten gefahren, immer in der Hoffnung, dass es der Mutter, also das war Josephine von Wertheimstein, dass es ihr besser geht. Das Schreiben ist für Josephine in dieser Zeit eine Art Therapie. Mein eigenes Ich war mir fremd geworden. Aber jetzt ist es Gottlob wieder Licht. Der helle Strahl des menschlichen Empfindens erleichtert und erwärmt wieder Vergangenes und Zukünftiges. Sie nimmt das Salonleben wieder auf. Oft empfängt die Langschläferin ihre Gäste im Bett ihres prachtvollen Schlafzimmers. Und das kann bis zum Abend dauern. Im Bett Gäste zu empfangen, haben eigentlich alle Salondamen gemacht. Man darf sich nicht vorstellen, dass die Frauen dann Nachthemden getragen haben. Die hatten also einen Morgenmantel und diese Morgenmäntel waren oft wunderschön mit aus Seide und also auch Turbans. Das war jetzt an sich nichts so Besonderes, weil das ist eine Tradition aus dem 18. Jahrhundert. Also da hat auch sogar der König seine Minister im Bett empfangen. Ja. Das war meistens nicht das Bett, in dem er schläft, sondern das war eben ein Paradebett, also ein repräsentatives Möbel. Nach dem Ableben Josephines bleibt die unverheiratete Fanny zurück. Sie fördert Künstler und zeichnet selbst sehr gut, wie man an diesem Selbstbildnis sehen kann. Aber den hellen Strahl des Lebens findet sie nicht. Dunkle Episoden der Depression ziehen sich durch ihre Biografie. Die Heiratsverweigerin verbringt ihre Zeit am liebsten mit ihrem Lebensmenschen, dem vergebenen Dichter Ferdinand von Saar. Er hat in ihrem Haus sogar ein eigenes Zimmer. Oft spazieren die beiden verwandten Seelen im Park der Villa. 1906 nimmt sich von Saar das Leben und nur ein halbes Jahr danach stirbt auch Fanny. Die Villa Wertheimstein, im Hintergrund zu sehen, vermacht sie der Stadt und heute befindet sich hier das Bezirksmuseum. Ums Eck von der Strudelhofstiege, ein Stück stadteinwärts, wächst zur selben Zeit ein Mädchen in einem prachtvollen Palais auf. Über diese Treppe geht die halbe Republik in den sozialen Austausch. Sie wird später als die Salonière und Journalistin Bertha Zuckerkandl in die Geschichte eingehen. Berthas Vater, Moritz Scheps, ist einer der wichtigsten Verleger des Landes und seine Frau Amalia unterhält einen glamourösen Salon. Eine Beschreibung von ihr, also jeden Tag Feste und Gäste. Dort gab es ein sehr, sehr reiches gesellschaftliches Leben, auch schon mit prominenten Gästen, zum Beispiel Alexander Girardi. Alexander Girardi ist einer der beliebtesten Schauspieler aus der Kategorie leichter Unterhaltung. Er pflegt eine Freundschaft zu einem anderen Gast des Salons, der ebenfalls sehr beliebten Schauspielerin Katharina Schratt. Sie wiederum wird später die Langzeitgeliebte von Kaiser Franz Josef werden. Doch im Salon Scheps geht es nicht nur um Liebschaften, sondern um Politik und Herrscherkritik.
Bertha wächst im Epizentrum des aufstrebenden Bürgertums auf. Moritz Schepps frankophiler Salon begeistert sogar den Kronprinzen. Es ist der Kronprinz ja sehr jung, also 23, und Moritz Schepps ist 24 Jahre älter und wird eigentlich sein Lehrer und sein Freund. Das Verhältnis von Moritz Schepps und Kronprinzen Rudolf war sehr eng. Ja, also er war eigentlich, eine Zeit lang, glaube ich, war das Schepps sogar die einzige Person, der Rudolf überhaupt noch vertraut hatte. Ja, Kronprinz Rudolf hat sich nicht erwärmen können für ein Bündnis mit Deutschland und mit Bismarck im erweiterten Sinn. Er war interessiert am republikanischen Frankreich, am liberalen Frankreich, und darin war er sich mit Moritz Schepps einig. In den Salon der Familie Schepps kann Kronprinz Rudolf kaum kommen, denn der Hof lehnt jeden Kontakt zwischen den beiden ab und lässt Kronprinz Rudolf Tag und Nacht überwachen. Also kaum steigt er in seinen Wagen, den man natürlich auch nicht als Kronprinzenwagen erkannt hat, sondern der anonym war, ist ihm schon ein anonymer Wagen nachgefahren. Also der ist ununterbrochen von der Geheimpolizei überwacht worden, weil einfach sein Vater Angst gehabt hat, dass er irgendwelche Verschwörungen mit den Franzosen oder mit den Ungarn verwickelt ist. Und er wollte einfach alles ganz genau wissen, wann er wo ist, wohin er fährt, mit wem er sich trifft und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz schreibt er unter einem Pseudonym progressive Artikel für Moritz Schepps Zeitung. Abgeholt werden sie von Schepps Kammerdiener. Der Kammerdiener wurde dem Personal als Masseur vorgestellt. Und die Texte wurden dann vor Ort von Schepps selber abgeschrieben und die Originale wieder auf ganz geheimem Weg zurückgebracht, sodass niemand eine Handschrift erkennen konnte. Aber auch die kleine Bertha wird als Botin für Kronprinz Rudolfs Briefe eingesetzt. Sowohl sie als auch der Kammerdiener vom Kronprinz Rudolf waren sozusagen die Boten der Briefe. Ne? Was Bertha damals noch nicht weiß, sie wird in ihrem Leben noch öfter als Geheimdiplomatin im Einsatz sein. Für ihren Vater wird die Zusammenarbeit mit dem Kronprinzen letztendlich den Ruin bedeuten. Weil 1883 wird ein eigenes Gesetz für seine Zeitungen geschaffen, dass sie nicht mehr über den Tabakverschleiß verkauft werden dürfen. Das heißt, er hat eigentlich von einem Tag am anderen Absatzschwierigkeiten für seine Zeitungsprodukte. Er kann dann das über Buchhandlungen, also etwas umlenken, aber sozusagen diese ersten 10 Jahre, sagen wir nach 67, dieser radikale Aufstieg und Millionen hat er verdient, das ist damit praktisch gebremst und es beginnt eigentlich auch ein finanzieller Abstieg. Der Kaiser hat ihm seinen Verlag, seinen Reichtum und seinen Einfluss genommen. Seine Tochter wird mit weit weniger Geld auskommen müssen, aber Einfluss hat sie. Über ihren Vater lernen Bertha und ihre Schwester Sophie Georges Clemenceau kennen, den späteren französischen Ministerpräsidenten. Zwischen der bereits verheirateten Bertha und Georges entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Das ist insofern ganz interessant, weil man nie genau weiß, wie weit sozusagen diese Freundschaft wirklich gegangen ist. Das war damals eine sehr heitere Zeit. Also der über 40-jährige Mann hat sich praktisch mit der Bertha, aber auch mit der Sophie, haben sie ziemlich fröhliche Stunden verbracht, haben Landpartien gemacht. 1908 annektiert Kaiser Franz Josef Bosnien-Herzegowina und löst damit eine Welle der Empörung in Europa aus. Dieses Ereignis wird auch die Freundschaft zwischen Clemenceau und Bertha Zuckerkandel belasten. Clemenceau verurteilt die Annexion und meint, damit habe Österreich den Westen verloren und Österreich hätte als Anhängsel von Deutschland keine Existenzberechtigung mehr. Auch Bertha Zuckerkandel lehnt deutschnationales Denken ab, glaubt aber dennoch an ein eigenständiges Österreich. Und so sind sie geschieden und haben sich danach auch nie wieder gesehen, obwohl sie noch später auch wieder in Kontakt waren, brieflich, aber sie haben sich nie wieder getroffen.
1909 schreibt er ja dann im Nachhinein noch einen Liebesbrief, in dem eindeutig steht, also am Ende, für dich mein Leben. Und an das wird sie ihn eben noch einmal erinnern. Bis dahin werden aber noch 10 Jahre vergehen. Vorerst arbeitet sie als Kulturjournalistin, ungewöhnlich für eine Frau. Bald gründet sie ihren eigenen Salon und alle wollen kommen, denn wer, wenn nicht sie, kann wohlmeinende Rezensionen verfassen. Viele Spitznamen gibt man ihr, Hofrätin, Cassandra wegen ihres Kulturpessimismus oder Hebamme der Kultur. Sie wird die Salzburger Festspiele und die Wiener Werkstätte mitbegründen. Und auch die Wiener Sezession. Und nur der Karl Kraus hat sie eben respektierlich Kulturschwätzerin genannt. In ihren Salon im 19. Bezirk pilgern Größen wie Johann Strauss, Arthur Schnitzler, Gustav Klimt, Max Reinhardt, Ignaz Zeipel, Julius Tandler oder Stefan Zweig. Letzterer gehört zu den Männern, denen nicht auffällt, dass die Frauen im Raum nicht nur vor Bewunderung schweigen. Berthas Nichte Hermine schreibt: Es war mir unbehaglich, wenn der Stefan Zweig bei der Bertha war. Nein, ich mochte das nicht. Es war ein sich zur Schau stellen. Sie empfindet die Tante als verbindende Persönlichkeit, aber die Abende dort als unecht. Es ginge nur um gesellschaftlichen Ehrgeiz und Schaumschlägerei. Der Salon war definitiv ein Ort, an dem sich die Männer inszenieren konnten. Das ist ja auch eine ganz spannende Diskrepanz, dass sehr, sehr viele Salons oder eigentlich die meisten von Frauen geführt wurden, dass man aber eigentlich nicht weiß, welche Frauen anwesend waren. Oder nur in wenigen Ausnahmefällen werden Frauen erwähnt. Erwähnt werden die wichtigen männlichen Besucher. Aber auch das wird sich noch ändern. Der Salon greift permanent neue Strömungen auf und lässt die verstaubten Kammern der Monarchie hinter sich. Im Schnittpunkt des Salons befördert das aufgeklärte Bürgertum den Zeitgeist, hat Finanzmacht und beherrscht die Medien. Ein mächtiges Netzwerk, das dem alten Adel nach und nach das Wasser abgräbt. In Berthas Salon verkehren auch der progressive Komponist Gustav Mahler und Alma Schindler. Sie lernen einander dort kennen und lieben. Auch er wird sich feiern lassen, während sie im Hintergrund bleiben soll. Ihr erster Mann, Gustav Mahler, der ihr vor ihrer Hochzeit die Vorschrift gemacht hat, also sinngemäß, wenn wir heiraten, hörst du auf zu komponieren. Und was du noch sein darfst, das ist meine Musik, also im übertragenen Sinn meine Muse. Aber bei der Alma Mahler war es so, dass sie wirklich eine extreme musikalische Begabung hatte. Also nicht nur, dass sie außerordentlich gut gespielt hat, sie hätte auch, glaube ich, sehr gut komponiert. Ja. Aber sie war halt dann in dieser Ehe mit dem Mahler, muss man sagen, komplett gefangen. Ja. Und sie ist überhaupt eigentlich nur dazu da, um ihm das Leben zu erleichtern. Der brauchte dann das oder jenes oder sie musste was nachbringen oder was abholen. Also ich glaube, für die Alma Mahler wäre es vielleicht besser gewesen, nicht so viele Männer um sich zu haben, weil dann hätte sie, glaube ich, ihr künstlerisches Talent viel mehr zum Ausdruck bringen können und wäre vielleicht selber als Alma Schindler eine berühmte Komponistin geworden. Aber Mahler wird sein strenges Regime noch bereuen. Alma dürfte das Komponierverbot mit Affären kompensieren, zum Beispiel mit dem Architekten Walter Gropius. Mahler bereut und bettelt um eine zweite Chance. Doch der Komponist hat nicht mehr lange zu leben. Almas Salonabende laufen weiter und dort lernt sie ihren dritten Mann, Franz Werfel, kennen. Ihre Feste in ihrer Villa oder im Garten auch zum Teil ihrer Villa auf der Hohen Warte, die müssen sehr opulent gewesen sein. Und da waren auch durchaus, ebenso wie bei der Zuckerkandl, Politiker anwesend, Künstler. Aber es war eben etwas lauter, etwas bunter, vielleicht etwas weniger intellektuell, vielleicht etwas weniger verfeinert als bei der Zuckerkandl. In die von Josef Hoffmann erbaute und gestaltete Villa Ast in Döbling kommen viele Künstler, die auf Almas Förderung hoffen. Nicht umsonst, aber dafür müssen sie sich in Almas Galaxie einfügen. Sie hat großen Einfluss auf die Musik- und Architekturwelt des frühen 20. Jahrhunderts. Außerdem war die Alma Mahler eine Frau, die unbedingt ganz stark glänzen wollte
innerhalb ihres Salons, die wollte die Hauptfigur sein, ja, weil andere Frauen oder andere Salonieren haben schon die Gäste eigentlich als Hauptfiguren gesehen. Also das war bei der Alma Mahler eher nichts. Also die wollte einfach glänzen innerhalb dieser Runde von wichtigen Leuten, aber sie wollte trotzdem die Wichtigste sein. In Almas Salon werden die Gäste ordentlich eingekocht. Am liebsten isst Alma Nachspeisen mit Schokolade, wie diesen Schokoladenstrudel. Und sie trinkt gerne und viel Alkohol, oft schon zum Frühstück. Gegen Abend kann es ausarten. Man hat gesagt, der Zuckmeier sei in den Viehsteich gefallen oder hätte in einer Hundehütte übernachtet und der Werfel sei in den Viehsteich gefallen. Also ja, zu später Stunde dürften sich dann alle möglichen Dinge zugetragen haben. Auf der anderen Seite der Stadt wohnt die jüdische Salonier Hertha Jäger in einer malerischen, für ihre Zeit modernen Villa. Schon um 1900 ranken sich Kletterpflanzen an der Fassade. Es ist eine Art sezessionistischer Stil, ja. Natürlich war sie gelb angemalt, wie alle kaisertreuen Villen. Sie ist die Tochter von Karl Mautner Markov, einem der reichsten Männer seiner Zeit. Nach seinem Tod erlaubt Herthas Mutter Editha den Töchtern, sich ihren Mann selbst auszusuchen. Sie ist eine der ersten Frauenrechtlerinnen und fördert auch die Ausbildung der jungen Frauen. Die anderen Töchter konnten dann die Männer heiraten, die sie wollten, die sich verliebt haben. Nicht etwa wie mit der Dorothea, die den Josef Engelhardt über den Zaun sozusagen kennengelernt hat. Herthas Schwester Dieter studiert unter anderem bei Josef Hoffmann und wird Grafikerin. Sie gestaltet Kalender und Spielkarten. Einer der vielen Gäste in Hertha Jägers Salon ist Gustav Klimt, hier mit Hertha und ihrer Mutter Editha. Er ist nie einer Koketterie abgeneigt und auch höhere Töchter verschont er nicht. Zu Vater Karls Lebzeiten wäre eine Liaison mit einem Künstler nicht in Frage gekommen, aber die Zeiten ändern sich. Dieter wählt zwar nicht Klimt, aber einen anderen Künstler zum Mann, Kolo Moser, der auch die Villa ihrer Schwester Hertha einrichtet. Also diese Damen waren absolut in der besten Gesellschaft. Doch die Salonaktivität ist für Hertha Jäger bereits eine Nebenschiene zum Frauennetzwerk. Sie schreibt für Zeitungen und Magazine Texte, die heute noch progressiv anmuten. Buben, meint sie, sollten sich nicht so gut sein, Haushaltsaufgaben zu verrichten. Ihr Bett sollten sie selbst machen und den Besen zur Hand nehmen. Außerdem ist sie für eine Kommunalisierung der Mutterschaft, damit Frauen am Arbeitsmarkt nicht benachteiligt werden. Und im Allgemeinen sollen Männer und Frauen völlige Freiheit in Liebesbeziehungen haben. Hertha und ihre Schwestern stehen für ein neues Frauenbild. Doch nach ihnen soll eine noch progressivere Salon-Ära anbrechen. Dabei wird Alkohol eine Rolle spielen. Um 1900 wird oft billiger Methylalkohol ausgeschenkt, an dem man sich binnen weniger Jahre zu Tode trinken kann. Eine Antwort darauf ist die Abstinenzbewegung. Sie propagiert frische Luft, Bewegung und nüchtern bleiben. Sie wird in ihrem Salon keinen Alkohol ausschenken. Eugenia Schwarzwald. In ihrem Salon sammelt sich die jüngere Generation. Die Eugenie Schwarzwald und ihr Kreis waren in Wien ja so etwas wie die frühe Hippie-Bewegung, wenn man so will. Die Autorin Karin Michaelis, Frauenrechtlerin Rosa Mayreder, Karl Zuckmeier, Robert Musil, Solotänzerin Grete Wiesenthal, Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke. Eugenias Mann, Hermann Schwarzwald, ist einer der mächtigsten Sektionschefs im Finanzministerium und Mitbegründer der Nationalbank. Die hatte ihre Gäste, die waren alle eher links und sozialistisch und so flippi-flippi. Und dann hatte er seine Gäste und die waren erzkonservativ. Das muss eine lustige Mischung gewesen sein. Eugenia selbst kommt aus dem Armenhaus der Monarchie.
Sie kommt vor allem aus der Provinz, das kann man sagen, aus einem Händeldorf, wenn man so will. Ja. Oder aus einem Städtel, wenn wir bei Galizien bleiben. Aber. Also wo es keine gepflasterten Straßen gab, wo im Winter ein fürchterlicher Morast war. Eugenia steigt auf. Ihr Haus in der Josefstädter Straße wird von Adolf Loos eingerichtet und beherbergt eine große Bibliothek. Haus und Bibliothek stehen all ihren Gästen immer offen. Nur, ja, wie es halt so ist, sind die Bücher dann weniger geworden. Und es gibt noch ein Exemplar eines kleinen Privatdrucks, der ist ungefähr so groß. Der trägt den Titel »Wo sind meine Bücher?« Und da schreibt sie, ja, der zwölfbändige Goethe, der hat nur noch 8 Exemplare. Und der vierbändige Lessing, da ist überhaupt nur noch einer da. Also, liebe Freunde, ist ja schön, dass ihr meine Bücher lest. Ich borg sie euch gerne, aber bitte, bitte bringt's mir's wieder zurück. Sie will aber nicht nur ihre Gäste bilden, sondern insbesondere Mädchen, für die damals höhere Bildung nicht vorgesehen ist. Also sie hat 1901 ein Mädchenlyzeum in Wien gegründet und das haben dann sehr, sehr viele junge Frauen besucht, die dann später auch im Kulturbereich wichtig waren. Also das war ja auch der Kampf im 19. Jahrhundert, vor allem um die Schule, weil da saß die Kirche drauf und da wurde keine Physik und keine Chemie unterrichtet und da wurden die Menschen nicht auf das praktische Leben vorbereitet. Und jetzt eben nicht nur für Männer, die ja als Soldaten ausgebildet wurden, meist, also vor allem die Waisenkinder, waren fast alle militärisch gedrillt, auch die Schulen hatten immer ihre Waffenkammern. Sie will Mädchen bessere Chancen geben, aber auch die Schule als Gesamtes verbessern. Daher lässt sie auch gemischte Klassen zu. Bei ihr sollen Begeisterung und Neugierde steuern, nicht Angst und Gewalt. Man muss bedenken, dass damals also die Prügelstrafe völlig selbstverständlich war. Was heißt selbstverständlich? Wenn ein Kind ein dummes Gesicht gemacht hat, hat man es sofort abgewatscht. Da war bei ihr war also natürlich also absolutes Verbot jeder körperlichen Züchtigung. Und das Besondere bei ihr war, das schreibt auch einer ihrer Zöglinge, also jedes Kind wurde mit demselben Respekt behandelt wie ein französischer Minister. In diesem Haus in der Wallnergasse befindet sich damals die Schwarzwaldschule. Heute findet sich hier ein Hotel. Am großen Flachdach des Hauses wird an der frischen Luft geturnt. Direkt aus ihrem Salon holt sie Experten und Künstler als Lehrende an ihre Schule. Von Schönberg über Adolf Loos bis hin zu Oskar Kokoschka, der allerdings keine Lehrbefugnis erhält. Die legendäre Begründung, Genies sind im Lehrplan nicht vorgesehen. Auch der spätere Bildungsreformer Otto Glöckl würdigt Eugenia Schwarzwald. Zitat: Eugenia Schwarzwald hatte die Schulreform schon praktisch geübt, als selbst noch ihre Theorie unbekannt war. Bertha Zuckerkandl ist Witwe geworden und zieht aus Kostengründen von der Döblinger Villa in eine Vierzimmerwohnung gegenüber vom Burgtheater. Am anderen Ende der Wohnung war ein Zimmer, wo dann ihr Sohn, also bis 1929 der Sohn mit Schwiegertochter und Enkel gewohnt hat. Dann war ein großes Speisezimmer. Also die Wohnungseinrichtung in der Oppolzer Gasse, die war exquisit, die war erlesen. Im Esszimmer spannt sich eine Wiener Werkstättentapete über die Wände. Und dasselbe Muster findet sich auch im Lampenschirm wieder. Die Schwarz-Weiß-Bilder lassen die Farbgebung im Dunkeln. Doch mit Hilfe von Tapetenresten an der Rückwand des Hoffmann-Sideboards konnte sie rekonstruiert werden. Und dann war der berühmte Salon, also zwischen Speisezimmer und ihrem Schlafzimmer mit einem riesigen Divan von den Wiener Werkstätten. Im Wohnzimmer nimmt der legendäre Divan fast den ganzen Raum ein. Auf dem Boden liegt ein Teppich, ebenfalls von den Wiener Werkstätten. In elegantem Schwarz-Weiß-Grün. Und dort hatte sie nur 4 Zimmer. Aber trotzdem fand dort jahrzehntelang ihr Salon statt, ihr Jour, wie sie gesagt hat, sonntags. Und da musste sie dann schon eher sparen. Also nach dem Tod ihres Mannes, glaube ich, war das mit den Finanzen nicht mehr so einfach für sie. Und es wird auch geschildert, dass die Bewirtung bei ihren Jours doch eher etwas sehr zurückhaltend war. Also Kaffee und Tee und Brötchen gab es.
Während Bertha ihre Ausgaben nur drosseln muss, hat halb Wien kaum überhaupt etwas zu essen. Der Krieg ist vorbei, aber die Zeit des Hungerns nicht. Und die Siegermächte sagen nur zögerlich Hilfe zu. Ja, nachdem sich zunächst einmal die Entente-Mächte nicht bereit erklärt haben, die Nahrungsmittelblockade für Österreich zu beenden, gab es dann doch ein Einsehen. Und zunächst einmal von Seiten der USA, dann hat sich da auch Großbritannien angeschlossen, aber Clemenceau nicht. Da wird Bertha dann gebeten und also fährt dann im Dezember also in die Schweiz mit Otto Bauer. Und mit einem Boten wird an Clemenceau ein Brief geschrieben, wo sie ihn erinnert, du hast mir dein Leben versprochen und jetzt möchte ich einen Teil davon. Und er soll eben die ablehnende Haltung aufgeben für diese alliierte Lebensmittelkommission. Und einige Tage später stimmt Frankreich zu. Dank Bertha Zuckerkandel werden hunderttausende Kinder wieder satt. Und langsam geht die Zeit der Salons zu Ende. Also die große Zeit der Salons endet eigentlich schon mit dem späten 19. Jahrhundert. Was dann im frühen 20. Jahrhundert stattfindet und sei es auch noch so bedeutend, das sind eigentlich Nachzügler. Also Bertha Zuckerkandel, Eugenie Schwarzwald, Alma Mahler, Werfel, das sind eigentlich Nachzügler des Phänomens, wenn auch sehr wichtige. Diese Zeit war einfach eine andere. Frauen haben viel mehr in die Öffentlichkeit gedrängt, auch in die Berufstätigkeit und haben vielleicht auch diese spezielle Form der Geselligkeit nicht mehr so betreiben können aus Zeitgründen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie einfach andere Möglichkeiten gehabt, sich Netzwerke aufzubauen. Aber auch die Erhaltung großer Villen mit vielen Bediensteten ist nicht mehr zeitgemäß. Da hat man einen Portier gebraucht, einen Fahrer, man hat meistens ein Auto dann schon gehabt und dann hat man Butler gehabt, man hat Bedienstete gehabt, man hat Kindermädchen gehabt, man hat Gouvernanten gehabt, Hauslehrer gehabt, Gärtner gehabt, soweit ein Garten vorhanden war. Dieses Personal muss man nun nach dem Angestelltengesetz entlohnen. Das konnte man sich dann nicht mehr leisten und darum sind viele dieser Villen dann verschwunden. Ein weiterer Grund für das Ende der Ära der Salons ist der Anschluss. Ein Großteil der Salonieren sind Jüdinnen, Alma Mahler nicht. Und sie hat große Sympathien, sowohl für den Austrofaschisten Schuschnigg, der zu den Gästen ihres Salons zählt, als auch für die Nationalsozialisten. Aber wegen ihrer Ehe mit Franz Werfel entschließt sie sich widerwillig zur Flucht. Also vor allem beim Werfel hat sie gesagt, naja, wie dieses komische Volk muss ich jetzt ans Ende der Welt reisen. Also das ist schon extrem antisemitisch. Auch die Kinder, die sie mit den jüdischen Ehemännern hatte, hat sie dann abgelehnt. Nur mehr die eine Tochter, die sie mit einem Nichtjuden hatte, war dann irgendwie wichtig. Also sie hat wirklich Seiten gezeigt, die eigentlich fast unfassbar gewesen sind. Bertha Zuckerkandel ist bereits eine ältere Frau. Sie verliert ihre Lebensgrundlage und kämpft um ihre Existenz. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch ihre Briefe, dieses Getriebensein und diese existenzielle Not, also am Rande eines Zusammenbruchs immer zu sein. Ne? Sie schafft es mit Hilfe von Freunden, mit ihrem Enkel Emil nach Frankreich zu fliehen, wo sie auch ihren Lebensabend verbringt. Auch Eugenia Schwarzwald gelingt die Flucht. Freunde verbrennen ihr gesamtes Privatarchiv, damit es nicht den Nationalsozialisten in die Hände fällt. Daher ist kaum ein Nachlass von ihr erhalten. Sie hat noch einen Teil ihrer Möbel dorthin kommen lassen, also ihre Nussholzmöbel aus England, die der Adolf Loos ihr in die Villa gestellt hat, die stehen heute noch in einem Schweizer Restaurant. Da gibt es ein Loos-Stüberl und das wird sehr teuer vermietet. Und wir hatten damals angefragt, ob wir die für die Ausstellung haben dürfen, haben sie gesagt, sorry, aber wir verdienen zu gut daran, wir sind jeden Tag ausgebucht und 6 Monate geben wir es nicht her. Die Salons haben ihren historischen Nutzen erfüllt und sind heute in dieser Form Geschichte.
Abseits der engen, höfischen und hochadeligen Welt schufen sie Raum für einen neuen Esprit, der den Aufstieg des Bürgertums förderte, an der alten Hierarchie nagte und Frauen eine Spielwiese für ihre Intelligenz öffnete. Von der Aufklärung bis zum Ende der Monarchie. Am demokratischen Umbau Europas haben die Salons wohl mitgeschrieben. Die Villa von Hertha Jäger verfällt aufgrund von Familienstreitigkeiten in einen Dornröschenschlaf. Auch die alte Kegelbahn steht lange still. Heute geht es primär darum, die bauliche Substanz von damals zu erhalten. Der Bundesdenkmalschutz ist in die Villa Jäger eingekehrt, um Originalfarben und Tapeten freizulegen. Das geschichtsträchtige Haus wird konserviert und erinnert so an eine Welt von gestern.